Im tiefsten Winter im Jahr 334 war Martin als römischer Soldat in Amiens stationiert und traf vor dem Stadttor einen bedürftigen Mann, mit dem er seinen Mantel teilte und ihm so seine Barmherzigkeit erwies. Der Martinstag am 11. November hat viele Bräuche. Zum einen gibt es da die Martinsgans, welche vielerorts in ganz Deutschland an diesem Tag festlich auf den Tisch kommt. Auch das Martinssingen hat eine große Tradition. Doch vor allem erfreut sich der Martinstag großer Beliebtheit bei den Kindern. Können sie doch im Dunkeln feierlich mit ihren Laternen am Lampionumzug teilnehmen. Doch was hat es mit dem Lichtlein überhaupt auf sich? Der Grundgedanke ist immer der gleiche. Es ging um das Teilen. Der Martin hat mit einem armen Mann geteilt und aufgrund dessen sollte er ja dann zum Bischof werden, was er ja nicht wollte, hat sich dann im Gänsestall versteckt und die Gänse haben ihn verraten. Und deswegen essen ja auch viele zum Martinsfest eine Martinsgans. Bei uns geht es aber um das Teilen. Wie gesagt, das finde ich sehr wichtig. Und was auch wichtig ist, und deswegen findet ja morgen der Laternenumzug statt, der Martin hat ja auch aufgrund seines Teilens, die Leute waren begeistert und haben ihm ja auch in gewisser Weise zugejubelt, hat er Licht ins Dunkel gebracht, weil es ja damals sehr viele arme Leute gab. Und um das Licht geht es. Und deswegen ist morgen der Laternenumzug. Wir bringen das Licht. Und damit wir alle ein Licht in der Hand haben, wollen wir heute die Laternen zusammenbasteln. Der Fantasie der Kinder waren dabei keine Grenzen gesetzt. Schön bunt sollten die Laternen werden. Und da wurde geschnitten, ausgemalt und geklebt, was das Zeug hält. Damit am Ende die Laternen beim Umzug die Dunkelheit erhellen. Nicht nur für die Katholiken ist Martin ein beliebter Heiliger. Auch die evangelische Kirche greift den Martinsbrauch auf und bezieht sich dabei auch auf Martin Luther, der am 11. November auf den Namen Martin getauft wurde. Doch der Grundgedanke des Teilens liegt allen Bräuchen zugrunde.